Die Weisheiten der alten Eule. Therapeutische Geschichten aus der Praxis der Zuhörer in Berlin-Charlottenburg. In einer sehr alten Eiche lebte eine auch ziemlich alte Eule. Mit der Zeit konnte sie schlechter hören und sehen, aber die Tiere des Waldes gingen gern zu ihr, wenn sie Sorgen und Probleme hatten. Im Gespräch mit der alten Eule fanden viele Tiere ihre Lösungen und verstanden, was das eigentliche Thema war. Von einigen dieser Begebenheiten will ich berichten. Der Kater Elias. An einem Sonntagmorgen im Herbst, die Sonne wollte sich nicht zeigen und der Himmel war grau, kam der Kater Elias zur Waiseneule. Er wusste nicht mehr weiter. Meine Frau Dori ist in letzter Zeit immer kratzbürstiger geworden und ist oft krank. Früher hatte ich zumindest am Wochenende frei und konnte dann mit den anderen Katern um die Häuser ziehen. Jetzt muss ich abends auch noch den Haushalt machen, da sie das oft nicht schafft oder sie pflegen, wenn sie krank ist. Zumindest ist sie dann nicht mehr so schnippisch zu mir, jammerte Elias. Die Eule hörte ihm eine ganze Weile zu und fragte dann, »Wie hast du sie kennengelernt?« Kater Elias war verwundert. »Kennengelernt? Das ist doch schon so lange her. Was hat denn das damit zu tun?« »Naja, wir waren schon in der Schule, gern in der Pause.« Plötzlich begannen seine Augen zu leuchten, und er fuhr fort. Sie hatte die schönsten Augen, und ich war stolz, dass sie mit mir zum Abschlussball ging. »Der Weg am Fluss. Wir sind ihn so oft zusammengegangen. Da bekam ich meinen ersten Kuss von ihr.« Dann senkte sich sein Haupt. »Das haben wir schon eine Weile nicht mehr gemacht. Sie zieht sich immer mehr zurück.« »Vielleicht ist sie ja schwer krank,« Elias erschrak. »Das könnte sein,« sagte die Eule. »Aber vielleicht ist es noch nicht zu spät. Du wirst ihr ab sofort jeden Abend ihr Lieblingsessen kochen, bringst ihr Blumen mit und holst frische, wenn sie verblüht sind. 3 Wochen lang. Sobald es ihr besser geht, gehst du jeden Tag mit ihr diesen Weg am Fluss entlang und schaust ihr dort mindestens 3 Minuten in die Augen. Dann schaute sie ihn mahnend an und ergänzte, »Und du darfst ihr von all dem nichts verraten, egal wie sehr sie fragt. Du wirst lächeln und ihr sagen, dass du es gern für sie tust und es möchtest.« Als letztes gab ihm die Eule einen hohlen Kürbis und sagte ihm, er solle jeden Abend einen Taler hineinlegen. Elias ging nach Hause. Kurz bevor er die Tür öffnete und schon damit rechnete, dass seine Frau mit ihm schimpfen würde, wo er wieder gewesen wäre, versuchte er zu lächeln. Es war eine Grimasse. Dann erinnerte er sich an seinen ersten Kuss und lächelte. Er ging hinein und lächelte. Dori sah ihn an und wollte sich gerade beschweren, wie er sie so krank allein lassen konnte, und sah dieses Lächeln. Dieses Lächeln hatte er schon lange nicht mehr gezeigt. Sie verstummte. »Bleib ruhig liegen und ruh dich aus. Ich bringe dir dein Essen. Du magst doch noch Milchreis mit Honig?« Dori war überrascht. »Ja, ich mag das ja gerne.« Sie überlegte, wann er ihr das zuletzt gekocht hatte, und war gerührt. Elias kümmerte sich nun jeden Tag um sie, und sie lachten auch wieder miteinander. Dori ging es schnell wieder etwas besser. Sie bedankte sich bei ihm und schien wieder mehr zufrieden zu sein. Aber irgendwie fiel es ihr schwer, das Bett zu verlassen. »Heute gehen wir ein paar Schritte spazieren«, sagte Elias zu ihr. »Ich weiß nicht recht«, zögerte Dori. »Wir machen langsam und schauen, wie es klappt«,
beruhigte sie Elias. So ging sie vor das Haus und Schritt für Schritt weiter. Lori genoss es sichtlich, mit ihrem Elias zu gehen. Als sie an dem Weg am Fluss ankamen, pochte Doris Herz. Sie erinnerten sich beide an die unzähligen Spaziergänge. Plötzlich nahm Dori Elias in ihren Arm und küsste ihn. Elias brachte weiter auf dem Heimweg Blumen mit, obwohl die 3 Wochen schon längst abgelaufen waren, und kochte am Wochenende Milchreis mit Honig. Als ein Jahr vergangen war, klopfte es an der alten Eiche der Eule. Plötzlich erschien ein kleiner Katzenkopf vor der Baumhöhle und maunzte die Eule an. »Wer bist du denn?« fragte die Eule. Da erschienen noch 2 weitere, neugierige kleine Katzenköpfchen. »Entschuldigung, Frau Eule«, sagte Elias rasch, »Sie sind noch recht neugierig und stürmisch. Wir wollten uns sehr herzlich bedanken. Dori ist wieder gesund und, naja, den Rest könnt ihr euch denken.« Dann grinste er. »Das Kürbisgeld konnten wir gut gebrauchen.« An diesem Abend schlief die weise Eule mit einem warmen Gefühl im Herzen und einem Lächeln im Gesicht ein.